August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen?
gibt uns die Straße entlang. Wir wollen Offiziere wollen. Mehrere Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ja, neu sein. Ich kann sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Das kann nicht stimmen. Das muss ja neu sein. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Darf hier nicht weiter. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Ich bringe Sie gerne zu Herrn Weber. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Valens gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere. Damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich habe Oberführer gestern nicht.
Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr so geschlafen. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Schmidt, schön, Sie zu sehen. Ich will Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. And now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes, Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh well, the only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Leave now. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Warum haben Sie mir das nicht schon vor einer Stunde gesagt? Wir müssen hier mehr Truppen stationieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Herr Heinrich ist... Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Yusuf Boyd. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet.
Zwiebel hart machen. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Finden Sie ihn. Wer ist da? Just one more. Too risky. Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire till we go to the gates. Get ready. All right, that's our signal. Let's go, fellas. Can't hold that garrison without us. Guys, won't go down without us. Keep moving! There, buddy. Give me the cover. Cover! Keep pushing!
Hang in there, buddy! Enemy spotted! Almost clear. It's not over yet. Enemy spotted! The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Entdeckung, los, los! Jerry's still inside. We have to take him out. Auf die Türen achten! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. I can't eat in. I have a first aid kit. Area clear. Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. First aid kit's ready! First aid kit ready when you are! Down! Down! Room clear! Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. Got the first aid kit. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MGs, open fire. Blow up that bridge. Thrower in front. Take out that flamethrower. Snipers in the building across the set.
getting too close! Enemies in front, use your molotovs! First aid kit's ready! Hand grenade! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. This ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's